Kapitel 21. Epilog. Mann, das ist so grausam. Kehre nach Kingsbridge zurück. Wer bin ich denn? Sprachlos. Nehmt's mir nicht übel, Leute. Oh, die Hütte ist neu gemacht, aber der alte Mensch fehlt. Philipp? Aber wie? Ich bin fast da. Mir tun die Füße weh. Gehe nach Hause. Er hat also doch überlebt? Jo, ein Markt. Sehr schön. Da ist er, endlich. Mir tun die Füße weh, schon wieder. Die Kathedrale ist fertig. Guckt euch dieses geile Bauwerk an, Leute. Wow. Und dafür all diese Mühen, all das. Ich muss echt mal wieder das Buch lesen, muss ich sagen. Und die Filme gucken. Oh, wie hab ich's vermisst, sowas verschlingen zu können. Solche Lektüre und Co. Oh, hoffentlich bin ich bald durch. Ich kann jetzt keinen so dicken Wälzer vor den Büchern meiner Kollegin einschieben, weil dann kriegt die ja ewig nicht zurück. Also für Ken Follett, das hat so um die 1000 Seiten jeder Band, da brauche ich schon ein bisschen länger, nämlich. Sogar ich brauche da vielleicht einen Monat oder so. Wenn ich mich beeile. Ah, Philipp. Es ist so gut, dich zu sehen, Jonathan. Wie stehen die Dinge in St. John in the Forest? Francis geht es gut. Das ist wunderbar. Ja. Ihm gefällt das Leben dort. Du wirkst besorgt, Jonathan. Nun ja, du hast einen Besucher. Er ist soeben angekommen. Ich war mir nicht sicher, ob du ihn sehen wolltest. Kriegen wir noch eine Erklärung, wie er das nun überlebt hat? Der Besucher Remigius? Es ist lange her. Ah, das stimmt. Nee, ist nicht Remigius. Francis? Ich muss es einfach wissen. Nee. Was wissen? Die Wahrheit ist, ich habe Gott nie gesehen. Wallerin! Oder den Teufel. Was ist mit euch? Ja, doch. O Herr, erlöse uns von dem Übel. Bei Gott, wir müssen doch etwas tun können. Hört sofort auf! Seid ihr blind? Wisst ihr nicht, dass Feuer jeden verbrennt? Ganz gleich, wer er ist? Warum tut ihr das? Nach Walrens Worten zweifeln sie an meiner Aufrichtigkeit. Und der meines Bruders. Worte können diesen Zweifel nicht auslöschen. Gott kann es. Gott ist ein reinigendes Feuer. Die Flammen werden kleiner. Und das Lied von Jacks Vater. Er lebt noch. Es ist ein Wunder. Ein Wunder? Wie ist das möglich? Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wir müssen das beenden. Nein, Jack. Komm.
Großer Gott. Nein, aber das ist es, was Sie sehen. Was Sie glauben. Das Wasser. Es Ach. Löscht die Flammen. Es ist ein Trick. Für Sie ist es ein Wunder. Die Gerechtigkeit der Kirche. Ich glaube, Philipp versteht das jetzt. Seine Bücher werden vernichtet. Wenn ihr je wieder das weiße Schiff erwähnt, verspreche ich, dass ihr Philipps Platz einnehmen werdet. Dann wird Gott nicht so nachsichtig sein. Dann wird es kein Wasserbecken geben. Der Glaube an euch und eure Kirche ist wiederhergestellt. Das war's doch wert, Philipp zu verschonen. Ja toll, und ich habe schon ein Tränchen verdrückt. Versprecht mir, dass Walloran leiden wird. Er leidet hoffentlich sehr. 1175. 20 Jahre später, oh Gott. Philipp? Hm? Was? Habt ihr Gott gesehen? Hat er euch in jener Nacht gerettet? Was heißt denn Antworte? Sag ich dann die Wahrheit? Also, das überlegt ihr mal schön selber, Walloran. Walloran musste ihn selbst finden. Also habe ich es ihm nicht gesagt. Philipp ist wieder da. Philipp! Bist du wieder den ganzen Weg gelaufen? Nur ein Stück. Alter Narr. Alan blieb bei uns in Kingsbridge. Ich dachte, ich hätte Gott verloren, dass er nicht über uns wacht. Aber jetzt sehe ich ihn jeden Tag. Er ist in dem Guten, das wir tun. Darin, wie wir unsere Liebe zeigen. Jacks Hände waren rau geworden, sein Haar grau. Aber seine Augen brannten immer noch wie heiße Kohlen. Es ist gut, euch zu sehen. Alienas Blick konnte so streng sein wie der ihres Vaters. Aber ihr Herz machte sie zu einer Anführerin, der die Menschen nicht aus Furcht folgten, sondern aus Achtung und Treue. Jonathan sagte uns, ihr hättet einen Besucher. Nur ein alter Freund. Was hältst du von diesem Fenster? Jonathan sah seinem Vater Tom mit den Jahren immer ähnlicher. Als Prior von Kingsbridge ist er auch eine Art Baumeister. Ich habe warme Farben verwendet. Was nutzen die großen Fenster, wenn sie kalt wirken? Sally ist so eigensinnig und so begabt wie ihre Eltern. Sie hat das Glasfenster geschaffen, durch das das Licht fällt. Und ich würde euch gern die Pläne für den neuen Kreuzgang zeigen. Tommy wird der nächste Baumeister sein. Er ist so wortkarg, wie sein Großvater es war. Einst hörte ich, wie er seinen Vater ermahnte, bei der Arbeit ernster zu sein. Jack lächelte nur. Auch Martha ist in Kingsbridge geblieben. Sie war immer für uns da. Für jeden von uns. Ist die Kathedrale fertig? Ich weiß es nicht. Warum fragst du ihn nicht selbst? Ist die Kathedrale fertig? Sie wird nie fertig sein. Nicht in meiner Lebzeit. Nicht in deiner. Erinnert euch an uns für das, was wir taten. Dafür, wer wir waren. Und vielleicht dafür, wer wir versucht haben zu sein. Und wenn ihr eure Augen auf unsere Kathedrale richtet, dann vielleicht seht ihr euch selbst.
Kapitel 21, Epilog. Was du getan hast. Du hast Valorans Frage über Gott nicht beantwortet und du hast die Säulen der Erde durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das letzte Kapitel jetzt in so wenigen Tagen durchziehe. Aber irgendwie wurde das von Part zu Part fesselnder. Ja, was soll ich sagen? Lange hat's gedauert, aber wir haben es geschafft. Wir haben dieses Projekt beendet. Wir haben es schon jetzt 2 Jahre mitgezogen. Ende 2017 habe ich es begonnen. Anfang 2019 wird es fertiggestellt. Und ich habe aber die Zeit auch genossen. Ich bereue nicht, dass ich mir die Zeit gelassen habe und nur gespielt habe, wenn ich richtig Lust drauf hatte. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt schon Genre Visual Novel ist, aber man muss sich wirklich drauf einlassen. Wenn man einfach nur mal ein paar Rätsel lösen will oder ein bisschen rumballern will, da ist dieses Spiel absolut nicht geeignet. Und deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, mir die Zeit genommen zu haben. Wer Quereinsteiger war von euch, der kann ja gern die ersten Parts noch nachholen. Die sind ja alle auf dem Kanal. Das ist nicht das Problem. Und ja, ein letztes Mal den Abspann. Ich hoffe, dass mehr in diese Richtung auch noch kommen wird. Auch zu Werken, sag ich mal, ob nun Buch, Film oder was weiß ich, die ich kenne und mag. Oder Thematiken, die ich kenne und mag. Und ich bin einfach nur gerade geflasht, das muss ich sagen. Dieser Ausklang war nochmal wunderschön. Und dass Philipp überlebt hat, ich wusste es echt nicht mehr. Ich muss gestehen, ich habe die Filme vor längerer Zeit gesehen, beziehungsweise die Miniserie. Ich habe das Buch vor einiger Zeit gelesen, aber die Erinnerung war weitestgehend weg an solche Einzelheiten. Dass Tom stirbt, wusste ich noch, aber bei Philipp war ich mir dann wirklich absolut nicht mehr sicher, ob oder ob nicht. Umso schöner, dass er doch überlebt hat. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Geduld mit mir, mit diesem scheinbar ewig dauernden Projekt, das jetzt doch zum Ende gefunden hat. Nicht wegen der Anzahl an Parts, sondern halt wegen der ganzen Pausen hat es sich so hingezogen. Ich hoffe, ihr seid auch bei anderen Projekten wieder mit dabei, bei meinen anderen Altlasten. Vielleicht nehme ich die in Angriff, vielleicht mache ich auch was ganz Neues jetzt im Anschluss, so wie ich Lust und Laune habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einsteigt und ich bin immer noch viel zu geflasht von diesem Spiel. Teilweise war es jetzt nicht wirklich für ein Let's Play geeignet, das muss ich sagen, weil ich einfach keine Chance hatte, manchmal meine Kommentare auch abzugeben, weil ich ja denen nicht reinquatschen wollte und es war so viel Storylastiges und weniger Gameplay teilweise. Ich meine, das letzte Rumrätseln war, als wir Jack aus dem Gefängnis befreit haben oder ausgebrochen sind. Und danach waren es ja nur noch kleinere Entscheidungen und ja. Mir hat es sehr gut gefallen. Es gibt sicher Leute, die sowas absolut nicht mögen. Aber das sei mal dahingestellt und dieses Projekt verdient auf jeden Fall sein Plätzchen auf meinem Kanal. Deswegen, ich hoffe, die kleinen Hänger von vor ein paar Minuten, wo das Windows mich mal wieder nerven wollte, sind nicht zu sehr hier mit reingefallen. Vielleicht kann ich es auch rausschneiden. Da muss ich mal gucken. Die Frepszahl ist noch rot, also hat er es noch aufgenommen. Ja, mir fehlen langsam die Worte, mir gehen die Worte aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für eure Geduld und lasse das jetzt noch in Ruhe ausklingen, auf uns wirken und werde sehen, dass ich das dann rendere und hochlade. Bis dahin, ich wünsche euch was, ihr Lieben. Wir sehen uns.